Ja, ich habe hier was weitergemacht, natürlich noch nicht fertig. Ich bin unschlüssig, wie das mit dem Dach hier werden soll. Ich habe aber, das war nur, um das Ding da dran zu kriegen, da hinten habe ich auch was vorbereitet. Da ist nicht die Linie lang, sondern nur was vorbereitet. Ich will mal gerade was gucken. Ich habe da was in dem Video gesehen. Gib mir mal einfach so ein Ding hierher. Einfach mal, ich brauche mal eine Fläche. So. Und jetzt habe ich eigentlich genug. Ja, kommst du mal weg. So, jetzt will ich mal was gucken. Wo ist denn dieses Ding mit dem Hubbel? Oder es war ein Mod, aber eigentlich hat der gesagt, er hat keinen Mod benutzt. Zeig mal her. So. 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 Und dann gehen wir noch so ein Ding. Nein, oben drauf sollst du. Warte mal, das Ding ist jetzt nach außen, also so. Und dann müssen wir mal hier gucken. Da gucke. Und da gucke. Ob ich hier noch höher? Nee. Hier kann ich auch nicht schweben. Ist gegebenenfalls zu flach. Also wie wir das mit dem Dach machen, ist. Ich lasse das mal so, damit ich da was zum Gucke habe. Weiß ich noch nicht. Und das soll ja hier auch nicht nur einfach wieder so ein Klotz sein. Ich habe hier also schon einen Balkon. Hier. Das ist schon mal hier erstellt. So, dann habe ich hier. Also habe ich eigentlich das im letzten Video gemacht. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also hier ist ja das Band. Daneben ist die Gangway und da sind Lämpchen drüber. Die habe ich. Das geht gar nicht anders. Und zwar müsste da erst eine Foundations-Reihe ziehen. Also ganz normale Foundations. Dann habe ich die Dinge an das äußere Ende der Foundation gesnappt und dann die Foundation wieder weg und dann muss das hier hin. Also die Gangway nenne ich jetzt mal so. Sonst die Gangway hat keine Kollision mit diesen, auch nicht mit dem Smart Mode. Also braucht er da nicht, ne? Allerdings kann man die Gangway erst nach den Lampen hinstellen, aber nicht die Lampen, wenn die Gangway schon da ist. Dann kommt eine Kollisionsabfrage. Und deswegen erst Foundation, dann die Dinger hin, dann Foundation weg und dann die Dinger nochmal hin. Ich hatte die nochmal weggemacht. Das ist jetzt so, als ob die da dran hängen. Hier, da sind sie dran gebaut, ne? Leuchten nur nachts. So, dann haben wir hier was zum Hochlatschen. Die ist noch nicht angeschlossen. So, die produzieren fleißig von irgendwie, habe ich das Gefühl, ich habe mich da verrechnet. Doch, es staut sich. Wieso staut sich das eigentlich? Ach, weil der 60 die Minute macht und 60er Band da dran ist, genau. So rum. Aber doch, jetzt staut. Ach, ist vollgelaufen. Doch, ich habe mich schon gewundert. Das hat nämlich jetzt erst so, als ob wir mehr verbrauchen als wir produzieren. Doch, doch, das war ja damals auch schon vollgelaufen. So, das Ding geht erstmal temporär hier unten lang. Da. Ich meine, ein bisschen Freileitung braucht man auch. Nicht überall die Foundations, ne? So, zack. Habe ich da eigentlich nochmal nach einem der Patches in dieses Ding reingeguckt, ob da eine Festplatte drin ist? Ich weiß es gar nicht mehr. Dann geht es da unten lang. So, jetzt muss man hier gucken. Jetzt gehen wir mal hier. Jetzt wird es auch schon wieder Nacht, ne? Denn in der Nacht, die werde ich vielleicht überspringen und dann im Video einen Cut machen oder so, ist hier alles voller Spinnen. Alles. Also ziemlich viele. Nicht nur irgendwie eine, weiß nicht, ob die da irgendwie übertrieben haben. Ganz am Anfang, wie das Spiel ja neu war, haben wir ja hier das lang gebaut. Da waren hier überhaupt keine Spinnen. Da waren nur diese anderen Viecher. Diese, ja, also wisst ihr, die ganz normalen da, die aussehen wie Gürteltiere. So, und dann kommt es hier hoch und das ist das alte Band. Erstmal. Jetzt habe ich aber überlegt. Erst habe ich überlegt, wir gehen noch früher. Das will ich aber nicht. Ich will, dass man die Brücke hier sieht. Die muss ja noch dann anständig gebaut werden. Die bleibt ja nicht so. So, und dann haben wir hier zwei von den Dingern. Noch ist das hier angeschlossen, weil die Züge noch da langfahren sollen. Noch. Ist ja noch nicht fertig. Die könnten dann auch komplett außen rumfahren, aber die Strecke, ja, wisst ihr ja schon, gewählt haben, die bleiben dann hier stehen und dann müsste ich die manuell irgendwo da hinten hinkurven, habe ich jetzt keinen Bock zu. Wird tatsächlich Nacht, auch kann ich die Viecher dann wieder töten. So, wir müssen hier hoch.
Hier machen wir noch eine Rampe und dann muss man mal gucken, wann man in, ich sag mal so, eine Naturbahn umgeht. Hier soll keine Foundations hin, hier soll eine Naturbahn hin. Macht man hier, wenn man mal guckt, ich brauche mal hier bitte gerade mal hier so eine Foundation, bitte. Soll ja nicht eine Sprungschanze werden, also dass die hier schwebt, die Schiene. Gib mir mal so ein Ding. Ja, es könnte klappen. Wir müssen noch mal gucken wegen der Höhe. Reißt der da? Was ist denn das? Also eine Vierer Foundation, die brauchen wir ja nicht. Kriege ich dir da noch dran? Ich mache die mal da hinten durch. Snap. Was? Blätter? Ne, ich will keine Blätter aufnehmen. Snappt hier noch was? Warte mal gucken, ob das noch snappt. Ne. Schade. Manchmal sind die so dünn. Hier snappt's ja. Hier nicht mehr. Unter der Decke. Unter der Decke. Unter der Erde. Hier wieder. Das ist gut. Okay. Okay. So, jetzt stellt sich die Frage. Geht man erstmal mit den Dingern doch noch bis da hinten hin? Hm? Wo geht denn hier? Auf die Wies. Ich denke ja. Dann kann man hier nämlich eine schöne Brücke machen, so übers Tal. Und kann auch irgendwann, fährt hier eigentlich ein Auto lang? Nee, ne? Fährt kein Auto lang hier. Ja. Das machen wir so. Jetzt könnten wir mal gucken, ob man es da vielleicht noch eins höher macht. Dann ist man hier eins höher. Dann. Was ist denn das überhaupt? Das ist. Ja, aber hier, warte mal. Da. Der muss der nochmal weg. Aber dann ist der hier noch eins weiter drüben. Wenn man jetzt so geht. Und so geht. Kommt denn der da raus? Wohl ein Baum, der nicht nah ist. Boah, es geht noch gerade. Hier, das ist alles voller Spinnen dann. Okay. Das ist dann einmal hier und einmal hier. Ich sag, wir lassen, machen das dann nicht so, dass man die Foundation da oben drauf sieht. Auf der Wiese hier, sondern lässt die da so, dass die da so halb überwuchert ist. Bin ich in Ordnung. Ist halt schon älter, ne? Das ist es ja immer. Wenn das älter ist, wuchert es zu. So. So. Wie das von da aus, wie sieht es eigentlich von da aus? Komm mal her. Achso, das ist ja wieder die Vierer. Die geht ja eigentlich da unten dran. Können wir hier so einen Ständer hinmachen? Ups. Und dann hier flupp. Mhm. Das lassen wir jetzt erstmal hier so. Wir müssen gucken. Ja, ja, ja. Und hier müssen wir irgendwie, also die Brücke müssen wir designen. Hier bleibt die so oder ist da ein Ständer? Das ist ein Ständer. Ach so, der ist hier. Okay. Da müssen wir hier ein dickeres Bauwerk machen. Machen wir da einen Ständer hin oder? Also sowas. Oder zu. Komm mal her. Dann haben wir da unten drunter. So. Man muss halt auch gucken, wie das von da aussieht dann, ne? Das ist ja hier so eine Abzweigung, da könnten wir hier ein größeres Bauwerk hin. Was ist denn das hier? Achso, das hat eben so komisch ausgesucht. Warte mal. Da ist ein Ständer. Das sieht da beschissen aus. Dann müssen wir so ein Ding hinmachen. So. Okay, dann haben wir hier. Der ist halt. Warte mal, hier könnte. Mann, ey. Könnt ihr mal aufpassen, bitte? Die Kurve muss da noch raus. So. Der müsste das größer sein. Wo ist denn die Kurve zu Ende? Die ist da zu Ende. Hier. Hier ist auch die Weiche noch. Hier ist die zu Ende. Lass mich mal so ein Ding hier hinmachen. So.
Wollen wir hier das Ding rausnehmen? Gehen wir weg da. Das haben wir weg. So. Dann geht es da hoch. Da können wir, was können wir denn eigentlich? Wir müssen ein anständiges Design finden. Ich muss nochmal von hier unten gucken. Dieser Riesenbrocken ist natürlich... Das ist dann weg. Das fällt dann nicht mehr auf. Müssen wir mal schauen. Ich ziehe jetzt mal hier. Jetzt kommen die scheiß Spinnen. Muss ich jetzt eine Zwangspause machen? Ich habe keinen Bock da, um hier rumzukämpfen. Da sind so dicke dabei. So. Oh. So vielleicht? Ja. Komm mal her, den hatte ich jetzt ein Viertel hier vorne, ne? Da. Oh. Bitte hier noch snappen, sonst flippe ich aus. So. Ja. Und jetzt lassen wir den hier snappen. Komm mal hier ran. Komm mal hier. Geh mal hier hin. Jetzt müsste der ja eigentlich hier schon Strom haben, kann es sein? Jupp. Die schwebt da, während es die nicht tut. Naja. Ach so. Kollege, du musst da mal weg. Guck mal, da ist der da. Oh. Wo ist das Ding? Da. Sollte gehen. Bitte kein Hubbel. Ja, sehr schön. Und dann gehen wir da rüber. Hier ist schon zugewuchert. Das kann ja so bleiben. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und da muss man mal gucken, ob wir hier die mittlere auch wegmachen. Gehen wir nach da hinten, damit wir das Strom haben. So. Und so. Da ist schon wieder eine Schlangenlinie drin, ne? Hier. Da nicht. Okay. Wenn ich die Spinnen ja hier einmal getötet. Warte mal. 1, 2, 3. Dann machen wir es mal dahin. Dann sollten die eigentlich hier, wenn wir jetzt hier ein Bauwerk haben, nicht mehr auftauchen. Ich habe ja diese Arachnophobie-Mod an. Da sehe ich ja diese Katzenköpfe besser. Mit meinen scheiß Augen hier im Dunkeln. So, weil ich spiele ohne Kopfhörer, kein Ton an, ich höre die nicht, dann, jetzt, ne? Sonst machen die ja dieses Geräusch, hörst du, aber ich höre sie nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie hoch müssen wir, dass das da nicht durchsnappt. Hier. Wo ist denn das Ding überhaupt? Da. Müssen wir eigentlich mehr so zielen. Das snappt da rein, das will ich nicht. Eigentlich mehr so. Und ich hoffe doch, wir wissen ja nicht, wie die Kollisionsabfrage mal machen mit den Zügen. Ob die dann auch an so Bäumen hängen bleiben. So. Jetzt ist halt das Blöde auf diesen, auf Erde ist ja, dass du halt nichts schnappen kannst, ne? So. Okay. Der hat die, der führt die Spannung, der macht's spannend. So. Okay. Bin ich hier? Kriege ich hier noch Saft? Nein, aber hier. Ist natürlich jetzt blöd zu sehen, weil die dürfen da nicht snappen. Warte mal, ich bereite jetzt hier noch was vor. So. Da ist ein Ast. Wenn du das jetzt so machst, hast du es im Boden drin. Ich will auch. Machen wir den mal. Dahin. Hier ist scheiß Erde. Guck mal, jetzt hast du hier so eine Wellenlinie drin. Warum ist das da eigentlich? Ja, ist auch am Hang irgendwie so. Wird halt ein bisschen enger, ne? So. Ist halt Natur hier. So. Da gehen wir da lang.
Ich hoffe doch, wir haben den richtigen Weg. Und gehen hier. Okay, das ziehe ich da durch. Jetzt lass nochmal hier schnell gucken. Ich muss ja dieses Band da nochmal anschließen. Seid ihr schon da? Da sind sie. Guck. Ah, jetzt sind die wieder aufgepoppt hier. Ist das wieder so? Hier. Ich hasse das. Warum ist denn das manchmal so? Hat das was mit dem Licht zu tun? Hier, flup. Flup. Ey, warum? Manchmal ist es da, manchmal nicht. Ja, ich meine, das finde ich auch ein bisschen blöd. Die sind ja jetzt nicht wirklich so weit weg, ne? So, alle habe ich nicht weggemacht. Da komme ich jetzt nicht dran. Die sind so weit weg. Die triggern nicht. Also, die machen nichts. Hier, die. Zack. Die machen nichts. War ja auch dran. Die stehen einfach da. Was auch immer. Scheint ein bisschen verpackt zu sein. So. Scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Okay, dann hier sind wir hier rum. Dann sind wir da lang. Das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt habe ich das Ding in der Hand. Das heißt. So, ist eh morgens. So. So. Dann gehen wir mal hier lang. Sind eigentlich irgendwie welche Viecher noch hier? Ich mach mal schnell. Ich ziehe das mal hier über die Gerade. Einen Moment. So, da ist die Kreuzung. Hier ist das Ding. Ich habe jetzt erstmal. Oh Gott, ja, das ist. Obwohl, die ist hier auf der Erde, ne? Hier. Hier nicht. Das sieht ein bisschen blöd aus. Sag mal her, wie kommst du, wenn du da dran gehst? Huch. Ja, kein Strom. Ja, so ist besser. Ja, da kann man das erst machen, wenn. So, jetzt ziehen wir die mal hier lang. Es ist halt hier Wildbahn, ne? Die Wildwasserbahn. Warte mal, der muss auf jeden Fall hier einen Hubbel kriegen. Nicht die Wildwasserbahn. Wie heißt denn das hier zu den... Okay, dann müssen wir hier noch... Ja, hier muss ein Stück kürzer. Da muss hier... Ja, das ist jetzt die Kurve da. Die ist blöd. Die muss ich rausnehmen. Die muss ich rausnehmen. So, und dann sind wir hier hinten bei der Kreuzung. Machen wir es so. Da hinten ist die. Das schließe ich mal schnell da hinten an. Also ich schließe nicht an, sondern hier wird es eng. Könnten wir vielleicht den Baum wegmachen. Also der muss jetzt weichen. Man muss ja nicht immer alles. So, der muss weichen. So. Und den noch ein Stück weiter vor und den auch noch. Ja, der muss, macht so einen komischen Bogen. Machen wir es mal gerade. So, und dann. So. Und jetzt gucken wir mal, was hier wird. Kriege ich jetzt Strom? Ja, sollte eigentlich. So, hier ist das ganze Gelumpe. Ui. Da müssen wir mal hier. Ist eh, glaube ich, verkehrt rum. Das öffnen. Der muss geradeaus. Also zusätzlich. Der muss auch geradeaus. Dann sollte eigentlich der dahin und der dahin. Das geht bestimmt wieder nicht. Wie weit kriegen wir denn das? Was bist denn du? Wo bist denn du? Du bist hier. Wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir diese Luftdings machen. Ich mache mal hier drei. So. Machen wir hier drei. Der muss an. Das muss anders gemacht werden. Das ist aber nicht das Problem. Das kriegen wir dann hin. So, weg mit dir. So, wie sieht denn das aus, wenn du hier geradeaus weitergehst? Was ein Gewusel. Wie immer wir das später mal machen. Ja, machen Sie mal so. Mit den Signalen. Ich hoffe, dass die da keinen Mist bauen und nicht nur so 0815 machen. Ehrlich gesagt. So. Der muss der aber auch. Der muss ja da dran kommen. Hier irgendwie. Müssen wir den noch anders da kriegen. Der muss zielen. Das heißt, eigentlich muss der. Ja, der muss eigentlich... Scheiße. Pass mal auf, der muss hier... Schräg kriegt man die nicht gelegt, ne? Sag mal her.
Doch. Nee. Nee, kriegt man nicht. So. Eins. Okay, das ist jetzt hier wieder Mist, ey. Zwei. Weg. So. Ja. Und jetzt den. Achso, da muss man es weiterführen. Was willst du eigentlich? Die Kurve ist zu scharf. Wieso? Ja, weil der so komisch snappt. Ja, das macht nichts. Ich brauche jetzt mal erstmal hier als Hilfe. Geh mal da weg. So. Brauchen wir das so? Ja. Ja. Dann haben wir den nach da. Ist der schon mal da dran? Dann können wir den wieder wegmachen. Ich brauche dich auch mal kurz als Hilfe. Geh mal da runter. Danke. Was brauche ich noch? Ach so, den brauche ich nach da. Hoffe ich denn, ihr wisst, dass ihr das anständig machen müsst mit den Signalen, ne? Und Vorsignalen und Wegpunkte. Sonst ist hier grande Katastrophe. So, geradeaus. Zack. Wenn jetzt die da runter wollen, da ist ja zum Beispiel der Plastikzug, der muss ja da hin. Der kommt jetzt hier an. Was macht der? Also zum jetzigen Zeitpunkt macht der das so. Der fährt hier rein, dreht da um. Das dürfte der kürzeste Weg sein. Dreht da um. Kann hier nicht umdrehen. Der muss ja auf diese Bahn zurückkommen. Damit er dann hier geradeaus weiterfahren kann. Damit er da links rumfahren kann. Es wird wieder Tag. Was ein Glück. Was macht denn der? Der kann also hier nur... Hier, wie rum geht das? Das geht hier auch nur nach links, ne? Ja. Dann fährt er also hier weiter, fährt hier weiter, der wird bei der Zementfabrik umdrehen. Der dreht bei der Zementfabrik um und kommt hier weiter. Das dürfte ein kürzerer Weg sein. Das ist der kürzeste Weg. Da muss man hier noch eine andere Vertüdelung machen. Irgendwie. Gehen wir hier runter. Warum ist denn jetzt so langsam? So, gehen wir hier runter. Müssen wir hier, weil die Kurve kriegen wir definitiv nicht da rein. Das funktioniert beim besten Willen nicht. Hier. Und der Weg ist viel zu weit. Wir müssten hier noch eine um. Der kommt jetzt hier lang und fährt erstmal entgegengesetzt. Na, jetzt nicht. Der fährt schon hier jetzt richtig. Aber das ist ja eigentlich Käse dann, ne? Das müsste ja eigentlich dann später mit den Signalen. Kriegen wir so ein Ding hier rum. Ja. Sogar da. Sogar da. Achso, da kommt das Ding wieder im Weg hier. Aber da könnten wir hier 1, 2, 3, flupp. Dann ist er hier. Das ist auch Mist. Also es ist ja so, der hat ja dann ein ganz anderes Problem. Wenn die Signale kommen, die gucken sich jetzt dann wieder, die Züge gucken sich ja dann wieder an. Das ist ja immer das Tolle. Noch braucht es uns ja nicht zu interessieren, ne? Noch ist das ja egal. Das Problem ist, wenn dann irgendwann mal der Patch kommt, geht gar nichts. Da, keine Ahnung, wie wir das dann friemeln, wenn wir das jetzt nicht schon irgendwie beachten. Also aktuell dreht er wahrscheinlich bei der Zementanlage um. Das ist klar, ne? So, du musst jetzt noch mal weg. Und hier machen wir das auch so. Da machen wir die Ständer ein Stück weit. Nee. Wie machen wir denn das? Wie sieht denn die Kurve aus, wenn man die jetzt da dran macht? Die Achterbahnfahrt. Es hat hier noch irgendwas hingesetzt werden, damit das Gebäude dann wieder einigermaßen geht. Den noch, denn der snappt aber da rein, ne? Geht noch. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie wir das machen. Nicht nur einfach mit den Dingern unten dran. Machen wir hier eine Glaswand hin. Muss man mal gucken.
Also jetzt ist auf jeden Fall rein theoretisch, wenn ich jetzt nicht komplett blöd geguckt habe, die Bahnlinie angeschlossen, ne? Das muss anders da gemacht werden. Kann man eigentlich Bäume pflanzen? Ne, nur mit einem Mod. Da könnte man hier drin Bäume pflanzen. Hier drin. Der muss weg. Also hier so mehr so ein Bogen. Da muss aber der Baum dann wahrscheinlich. Das ist auch blöd, da ist hier so viel Freifeld. So, hier machen wir auf jeden Fall eine... Wieso gibt es eigentlich nicht so Lampen, die hier... So doppelflutige, wisst ihr? Das ist jetzt nur in eine Richtung. Wir machen das aber so. Warte mal, wir könnten das so machen. Komm mal her. So ist nicht so duster. Wo ist denn das Ding über den Schienen? Da. Ja, in der Mitte von dem Ding. Wenn man es so macht. Eins nach da. Und dann zwei nach da. So machen wir das. Hier ist mir das Material ausgegangen. Macht nichts. Das machen wir so. Die ist sogar richtig hell dann. Schließen das an. Wird auch nur nachts beleuchtet. Die. Ziemlich viele Lampen sind das. Übrigens ist da eben schon ein Zug lang gefahren. Ja, weil sie ja immer den kürzesten Weg nehmen. Die einzigen, die wahrscheinlich jetzt hier noch lang fahren werden, sind die, die das da hinten beliefern. Das ist der Ölzug. Wieso fährt der Ölzug jetzt da lang? Ist das für den kürzer? Der fährt ja zum Ölfeld und das ist da hinten. Er muss ja irgendwie. Das Ding berechnet das ja schon. Der müsste jetzt da und dann fährt er da hoch und dann da und so nimmt er die. Ja, auf jeden Fall passt's. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.